Im Moment ist gerade ein bisschen viel Betrieb, weil das Löberhornrennen steht vor der Tür. Aber für uns Lokführer ändert nicht so viel, weil wir sind einfach eingeteilt, müssen unsere Ruhezeit einhalten. Und wir gehen so durchschnittlich viermal auf die Scheidecke oder dreimal Scheidecke oder zweimal Wengen, je nachdem, wenn wir eingeteilt sind. Aber es ist natürlich eine hektische Zeit und das tut dann manchmal auch so ein bisschen an den Nerven ziehen und so. Aber es gibt auch eine Abwechslung im Jänner, weil es nicht gerade so viel läuft. Aber nachher so richtig los geht es dann in der Altjahrswoche bis nachher zum Löberhornrennen, wenn einfach dann viel Material kommt auch noch für die Infrastruktur und Zivilschutz ist nachher da, Armee ist da. Und da merkt man es dann erst recht. Und ist man froh, wenn das Ganze wieder durch ist? Ja, es geht einfach dann nach dem Rennen noch etwa drei Wochen, bis nachher das letzte Material um mit Lauterbrunnen ist. Aber es gibt dann schon so gewisse Erleichterung um hier und denkt, ja, es ist, wenn es um mich so ein bisschen ruhiger ist, ist es sicher nicht schlecht. Dann fährt dann halt gerade die Wintersaison an, Februar, Wintersport, Sportferien. Dann geht es dann in die Richtung um ein bisschen los. Aber das ist dann schon ein anderer Betrieb. Ja.